Hi, das hier ist ein super saftiges Beef Short Rib. Das habe ich ganz oldschool auf meinem Kugelgrill gemacht. Und wie das funktioniert, zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei. Bevor ich mich ums Fleisch kümmere, kümmern wir uns erstmal um den Grill. Hier ist mein Napoleon Kugelgrill und darin habe ich ein wenig Domino Day gespielt. Bedeutet, ich habe einen Minion Ring gelegt. Kokosbriketts aneinandergereiht, einmal drumherum. Hier am Anfang liegen noch ein paar Holzschanks mit dabei, denn wir möchten ja Räucher mal am Anfang. Und Ziel wird es sein, Kohle gleich hier vorne hinzukippen, dass dann nach und nach die Briketts hier rüber brennen, damit wir eine gleichmäßige Temperatur im Grill haben werden. Unten liegen zwei Wachsanzünder, die starte ich jetzt gerade. Und dann habe ich hier einen kleinen Anzündkamin mit Holzkohle drin. Die gart relativ schnell durch, sorgt auch am Anfang für eine gute Hitze, denn wir müssen ja den Grill auch erstmal auf Temperatur bringen. Wir haben diesen dicken gusseisernen Rost, der muss warm werden, auch der ganze Grill muss warm werden, damit wir dann letztlich auch eine gleichmäßige Temperatur haben. Also, Kohlen glühen durch und am Brett geht's weiter. Und hier ist also der Star des Ganzen. Das hier ist ein wundervolles Stück Short Rib. Habe ich beim Schwarzwälder bestellt. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und das Tolle ist, hier ist gar kein großer Fettdeckel drauf. Das heißt, wir müssen hier nichts groß wegtrennen. Das Einzige, was wir machen werden, ihr kennt das von den Rippchen, wir haben hier auf der Rückseite immer noch diese Silberhaut drauf. Die gilt es eben zu entfernen. Ich empfehle da immer, einen Löffel zu nehmen, damit unter diese Haut zu gehen. Und dann für den besseren Grip ein Stück Zewa-Rolle nehmen und die Haut gerade runterziehen. So, wunderbar. Haut es runter. Jetzt wird das Fleisch gewürzt. Da verwende ich meine Pure Barbecue Gewürzmischung. Ihr dürft natürlich gerne alles nehmen, was euch schmeckt, aber die empfiehlt sich sehr dafür. Und da gebe ich jetzt entsprechend über das Fleisch drüber. Natürlich würzen wir auch die Seiten. Ich empfehle euch das auch immer in so einer Schüssel zu machen. Wenn euch der Rub an die Seite fällt, dann ist er nicht verloren, sondern ihr könnt ihn einfach wieder verwenden und spart am Ende so ein bisschen von dem Rub. So, hier haben wir die Unterseite. Hier laufen die beiden langen Knochen lang. Das heißt, ich nehme jetzt gerade einfach ein Messer und schneide hier einmal in diese Haut hinein. Ganz einfach, damit sich die Rippchen, wenn sie gleich auf dem Grill drauf sind und Hitze bekommen, nicht verbiegen. So, jetzt wird die Rückseite natürlich auch gewürzt. Wunderbar, damit ist der Short Rib fertig gewürzt. Das lasse ich jetzt noch eine gute Viertelstunde, 20 Minuten so stehen, dass der Rub ein klein wenig ans Fleisch anziehen kann. Denn die Holzkohle ist gleich durchgeglüht, das heißt aber noch nicht, dass die Briketts entzündet sind. Braucht also ein klein bisschen Zeit. So, die Holzkohle ist soweit. Die kippe ich jetzt hier an das Ende des Minion Rings. Da sind jetzt noch ein paar große Stücke dabei, aber wie gesagt, es ist Holzkohle, die ist relativ schnell verbrannt. Und ich benutze die Holzkohle jetzt eben, damit wir den ganzen Grill erstmal heiß bekommen. Da setze ich jetzt natürlich dann auch den gusseisernen Rost vom Kugelgrill auf. Und dann machen wir mal den Deckel zu. Der Lüftungsregler geht auf fast zu. Unten ebenfalls, denn wir wollen gleich eine Temperatur im Grill haben von so um die 130 Grad und darin dann die Short Ribs smoken. So, alles klar, das System ist auf Temperatur. Einmal den Deckel auf, einmal die Short Ribs genommen. Und wie gesagt, hier liegt der Minion Ring, der brennt hier also so rum. Das heißt, wir legen das Fleisch einfach hier so rein, dass das hier so rumbrennen kann. Und jetzt Deckel zu und für 3 Stunden bei so 130 Grad räuchern. So, 3 Stunden später, der Minion Ring läuft wie eine Eins. Schauen die Short Ribs jetzt so aus. Man kann schon sehen, das Fleisch beginnt schon sich hier vom Knochen zurückzuziehen. Sehr, sehr gut. Der Minion Ring ist jetzt, also wir haben ihn hier gestartet, er ist jetzt ungefähr hier. Und jetzt geht es darum, das Fleisch einzupacken. Das bedeutet, ich nehme es jetzt mal runter vom Grill. Hier habe ich das Butcher Paper, da schlage ich das Fleisch jetzt drin ein. Wir geben ein klein wenig Flüssigkeit noch dazu. Ich habe hier 20 Milliliter Cola. Das ist einfach nur, damit wir ein bisschen Feuchtigkeit im Butcherpapier drin haben. Und jetzt wird das Ganze stramm eingeschlagen. So, das Ganze möglichst stramm. Und so kommt das Ganze jetzt wieder auf den Grill.
Da solltet ihr echt schauen, dass ihr da nicht zu viel Zeit verstreichen lasst, damit es eben möglichst schnell wieder auf den Grill drauf kommt. Und jetzt darf die Temperatur im Grill gerne auf so 140, 150 Grad hochgehen, damit wir hier drin ordentlich Dampf bekommen. Für die nächsten 3 Stunden wird nämlich jetzt gedämpft. Dafür mache ich den Lüftungsschieber einfach ein bisschen weiter auf und wir gucken, wo der Grill sich dann einregelt. So, Kinders, 3 Stunden im Butcher Paper sind rum, Temperatur im Grill so zwischen 130, 140 Grad. Jetzt packen wir die Short Ribs aus, jetzt werden sie nämlich noch glasiert. Ich nehme sie erstmal runter vom Grill. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der Duft ist jetzt schon wirklich großartig. Wir packen das Päckchen mal vorsichtig aus. Die sehen ja mega aus. Und wie gesagt, der Duft ist richtig gut. Und die setze ich jetzt direkt wieder auf den Grill. Schnell, sie sind heiß. Und was bietet sich zum Glasieren besser an als meine neue All-in-Barbecue-Soße? Das Tolle an der Sache ist nämlich, das Fleisch kriegt ihr nicht nur beim Schwarzwälder, sondern die Soße auch direkt. Und da gebe ich jetzt eben auf die Short Ribs von meiner Barbecue-Soße drauf. Dann wird das Ganze natürlich mit dem Pinsel verteilt. Wunderbar. Und so lasse ich die Beef Short Ribs jetzt noch für eine gute halbe Stunde auf dem Grill. Temperatur regle ich wieder auf 130 Grad runter. Oh, da freue ich mich drauf. So, nach jetzt insgesamt fast 7 Stunden sind die Beef Short Ribs fertig. Schaut sie euch an. Die sehen absolut fantastisch aus. Kommen jetzt runter vom Grill und dann kann ich sie anschneiden. So, da sind sie also, die Beef Short Ribs vom Kugelgrill. Und die schneiden wir jetzt einmal so durch, dass wir da mal reinschauen können. Ja, alles klar. Das ist eine saftige Angelegenheit, Freunde. Hui, 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 hui. Schaut euch das an. Ich will jetzt, den Instagramer braucht man hier gar nicht zu machen. Ich denke, das Thema sollte klar sein. Die sind mega saftig. Und dann schneide ich von dem Short Rib mal so ein Stückchen runter. Aber schneiden ist relativ, also das Messer geht da durch wie nichts. So, hier habe ich jetzt also ein Stück von dem Beef Short Ribs mit der Glasur und ich sage mal, sehr zum Wohl. Leute, die Sache ist wirklich fingerlicking good. Diese Beef Short Ribs sind ja grundsätzlich immer eine sehr fettige Geschichte, deswegen schneide ich dann das Fett zwischendrin immer ein bisschen weg, dass ihr dann nur das Fleisch habt und dann ist das wirklich super saftig, richtig schön zart geworden durch die lange Garzeit und dann eben mit der Glasur, mit meiner All-in-Barbecue-Soße. Ein Träumchen. Das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Den Link zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung, gibt es beim Schwarzwälder. Dort kriegt ihr auch die All-in-Barbecue-Soße, also bestellt die gerne mit. Probiert das auf jeden Fall mal aus und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich in den Kommentar. Solltet noch kein Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das gerne auf kostenfreier Ehrengriller-Basis hier unten nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hiervon eine Insta-Story gesehen. Schaut da also sehr gerne mal vorbei, da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann. Schaut euch das an. Ich will jetzt, den Instagramer braucht man hier gar nicht zu machen. Ich denke, das Thema sollte klar sein.